Hallo. Ich spiele für Sie heute eine Bach-Suite, die erste Suite, die ist für Cello geschrieben und ich spiele die auf der Bratsche. Das ist die Nummer 1 in G-Dur und wir werden immer so sprechen, reden, spielen. Und ich spiele sozusagen die ganze Suite und teile das ein bisschen auf. Und das fängt mit zwei Sätzen an. Das eine ist ein Prälude, also ein Eröffnungssatz und dann kommt eine Allemande, ein etwas ruhigerer Tanz und dieses Prälude ist total berühmt, das hat Casals auf der Mauer, bei der Maueröffnung gespielt und das kennen Sie bestimmt. Die anderen Sätze sind sozusagen, kommen aus dem Tanz und Bach hat das dann für ein Instrument gesetzt. Man kann diese Tänze zum Teil noch tanzen, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und das Prälude, vielleicht möchte das jemand mit mir dann machen, das Prälude ist sozusagen dafür gedacht, dass Sie in die Musik kommen und der Haupttanz ist dann der erste, die alle mocht. Thank you.
Ich freue mich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist und hier nach Göttingen gekommen bist. Ich habe gerade mal überlegt, dein Repertoire ist ja wirklich unglaublich groß. Wir hören jetzt bei Bach, wir gehen bis ins 20., 21. Jahrhundert. Und das eigentlich vor dem Hintergrund, dass die Bratsche ja nicht jetzt unbedingt das Solo-Instrument Nummer 1 ist. Ich glaube, du hast viel dazu beigetragen, dass es wirklich auch ein anerkanntes Solo-Instrument ist und dass die Leute es auch als Solo-Instrument kennen. Aber das ist ja erstmal spannend. Wie würdest du denn deinen Rahmen sehen? Von wo bis wo spielst du denn? Also Mittelalter bis gestern, würde ich sagen. Also ehrlich gesagt ist es ja so, es gibt Repertoire für die Bratsche mehr als man denkt. Dann habe ich natürlich bei ganz vielen Leuten geklaut und Instrumenten geklaut und das für das Instrument sozusagen passend gemacht. Zum Beispiel die Bach-Suite für Cello auf der Bratsche, das sind die gleichen Töne, also eine Oktave höher, das heißt 8 Töne höher, aber die Tonhöhen und die Töne selber sind sozusagen genau gleich. Und sowas habe ich ziemlich viel gemacht und natürlich mit Komponisten von heute zusammengearbeitet. Und aus dieser sozusagen aus der Not, dass es immer heißt, die Bratsche haben zu wenig zu spielen, habe ich eigentlich für mich selber eine Tugend gemacht, weil ich dadurch natürlich auch gezwungen bin, als Spieler selbst ganz flexibel zu sein und ganz viele verschiedene Stile und Epochen abzudecken. Und das ist natürlich, es ist für mich sehr spannend. Also ich spiele natürlich eine Hildegard von Bingen ganz anders und muss dafür etwas anderes finden und dann für Bach und Romantik und so weiter. Und dadurch, dass ich das alles immer mache, bin ich, glaube ich, auch oder hoffe ich, dass ich dann auch als Spieler sozusagen frisch bleibe und mich immer weiterentwickle. Flexibilität ist so eine Sache, da möchte ich direkt mal drauf gehen. Wir haben ja vor Jahren mal ein Konzert zusammen gemacht mit Harold Ornitali von Berlioz. Ich erinnere mich, dass du dann immer morgens aus Frankfurt kamst, weil du parallel mit dem Hessischen Rundfunk das gespielt hast und dann nachmittags in Köln. Das war ja auch ein Wechsel mit den Proben und vor allen Dingen auch mit dem Stimmton. Das heißt, du hattest in Frankfurt, was weiß ich, bis 13 Uhr in 442 Hertz gespielt, bist drüber gekommen nach Köln, hast umgestimmt und in 435 Hertz weitergespielt. Das ist ja etwas, was dich auch ein bisschen auszeichnet. Und jetzt sind wir natürlich hier auch beim Barockfestival, beim Alte Musikfestival, wo es natürlich viele Leute gibt, die sagen, alte Musik definiert sich auch über das Instrument, definiert sich über den Stimmton. Wie gehst du damit um? Weil heute Abend haben wir ein Programm, das fängt ja wirklich an mit Bach, mit Händel und geht bis gestern. So. Wie reagierst du da instrumental?
Also die Stimmhöhe ist tatsächlich ein Problem, weil ich habe absolutes Gehör. Das heißt also, wenn ich einen Ton höre, dann weiß ich, welcher Ton das ist. Und wenn Sie jetzt, also ich mache das mal einmal vor, ja, also 432, das ist so Mozartzeit bis eben späte Romantik ungefähr, das ist dann so. Das geht vielleicht auch ohne Mikro kurz. Also unsere Stimmhöhe, die zur Mozartzeit und die zur Bachs Zeit. Ja, und eigentlich am schlimmsten ist der zwischen Bach und heute, weil das sozusagen, das ist so ein Viertelton, das ist irgendwie sehr unangenehm, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit falsch. Also das war zum Beispiel ein Projekt, ich wollte das in Köln unbedingt machen, weil das war ein Werk von Berlioz für Bratsche und Orchester, was in einem ganz tollen Projekt von Concerto Köln gemacht wurde, die das zum ersten Mal wirklich ganz viel geforscht und sich damit beschäftigt haben, wie das Instrumentarium damals war. Und ich wollte das unbedingt machen, um diese Kleinigkeit mal mitzukriegen und um dieses Erlebnis zu haben. Und das war auch ganz toll. Und manchmal macht man halt so ein paar Wahnsinnssachen und reist dann die ganze Zeit hin und her. Aber das war zum Beispiel was, dann dachte ich, okay, egal. Also, und wenn ich da irgendwie mit dem Fahrrad fahren muss, das würde ich auf jeden Fall machen wollen. Aber wie kriegst du das dann trotzdem hin, dass es für dich falsch klingt, aber nicht für die 2000 Leute im Saal? Weil das ist ja tatsächlich was, also wenn du das Gefühl hast, du musst ausgleichen, weil es unsauber für dich sich anfühlt, wie kriegst du es hin, dass du es nicht ausgleichst, sondern... Ja. Also das Gehör hat so, oder das Gehirn hat so eine Fähigkeit, ich meine, wir kennen das alle, wenn wir etwas, zum Beispiel sagen wir haben unsere Besteckschublade, ja, und da sind die Messer und Gabel sind links und rechts die Löffel. Und dann kommt jemand und räumt unsere Wohnung auf und plötzlich sind die Löffel links und die Gabel ist rechts. Und dann greifen wir die ganze Zeit in das falsche Fach. Und bis wir sozusagen uns umgestellt haben, vergeht ein bisschen Zeit. Und so ist das auch. Also das Gehirn macht dann irgendwann so und dann geht's wieder. Und das heißt, ich muss dann davor sozusagen die ganze Zeit, ich habe dann schon immer im Auto, der arme Taxifahrer, immer so den Ton gesungen und dann immer schnell gecheckt. Also man kann das ja mit dem Stimmgerät, der sagt einem genau, welchen Ton man dann haben muss. Und dann habe ich die ganze Zeit immer so innerlich den Ton gesungen und mit dem Stimmgerät gecheckt, ob das stimmt, sozusagen, um mein Gehirn möglichst schnell nach unten zu kurbeln. Das geht dann schon. Aber also eigentlich die... Das ist eigentlich eine interessante Frage, weil letztendlich ist es so, alles, was wir als MusikerInnen spielen, das kommt zuerst im Gehirn vor oder im Herz. Und das heißt also, wie ich mich bewege, das ist eine Art Körpersprache, die darauf reagiert, was ich sagen möchte. Im besten Fall, manchmal klappt das auch nicht so gut, aber sozusagen eine Verbindung von ich höre etwas innerlich oder ich habe eine Idee und dann setze ich die mit den Bewegungen um und dann hören sie das und dann gibt es noch irgendeinen komischen Rückstrom, den ich nicht genau weiß, was das ist mit dem Publikum, den ich sehr vermisst habe während den Lockdown-Zeiten übrigens. Also ich spiele natürlich viel besser, wenn sie mir zuhören und ich kann nichts Besonderes sagen, ohne dass es diesen komplett einmal diesen Kreislauf gibt. Ja. Und das heißt am Ende, wenn mir jetzt jemand also einen Prügelstock mit Seitenhaaren drauf gibt, mit Bogenhaaren drauf gibt, dann dauert es vielleicht einen Moment, bis ich einen guten Ton mal rauskriege, aber am Ende ist das Instrumentarium fast ein bisschen Nebensache, weil es am Ende um eine Klangvorstellung gibt. Und dann ist es halt eben so, dass verschiedene Bögen zum Beispiel einen sehr großen Unterschied machen. Und wenn ich jetzt also einen Bogen aus der Barockzeit habe, dann kommt er mir eben entgegen, während ein moderner Bogen dann etwas sperriger ist und ich muss mich sehr viel darum bemühen, um das gleiche Resultat zu kriegen. Aber ich sozusagen Geist über Körper, würde ich, also im besten Fall. Also ich habe das jetzt auch deswegen, weil mich das wirklich damals so fasziniert hat. Wir haben auch schon mit Kollegen von dir gespielt, die auch mit dem absoluten Hör, sag ich jetzt mal, gestraft sind, die da doch ein paar Tage Mühe hatten und nicht wirklich, ja, über den Umweg genervter Taxifahrer sich da einen ordnen könnten. Du hattest Bogen gesagt. Wenn ich das jetzt bei dir sehe, ich sehe ein Instrument, was modern ist und ein Bogen, der ein Barockbogen ist.
Ist das so deine Weise, mit Musik aus verschiedenen Epochen umzugehen, dass du sagst, du nimmst vielleicht beim romantischen Repertoire einen romantischen Bogen oder beim klassischen Repertoire einen Klassikbogen und jetzt halt einen Barockbogen und das Instrument bleibt in der mehr oder weniger selben Einstellung? Also in der Barockzeit waren die Instrumente, also das sind im Prinzip die gleichen Instrumente, aber Sie sehen hier also dieses schwarze Griffbrett, wo ich mit den Fingern so mache, das war in der Barockzeit etwas kürzer und der Winkel war ein bisschen anders und das hatte irgendwelche Auswirkungen auf die Resonanz. Ich bin kein Physiker, aber so war das, dass der Klang obertonreicher, aber nicht so voluminös war. Das heißt also, man hat auch nicht ganz so hoch gespielt, wie man vielleicht später gemacht hat. Oder man musste dann sehr hoch krabbeln über das Griffbrett hinaus. Das ist einer der Hauptunterschiede. Und dann ist der Hauptunterschied die Saiten. Ich spiele jetzt auf Saiten, die sind aus Kunststoff, also ein spezieller aufbereiteter Kunststoffkern. Und dann ist da Aluminium drum gesponnen. Und im Barock haben sie Damensaiten benutzt. Die waren zum Teil nicht umsponnen und zum Teil umsponnen. Das konnte man relativ bald schon. Und dann gibt es eben verschiedene Bögen, bei denen das Gewicht anders verteilt ist und die darum ein bisschen anders sprechen sozusagen. Und ich habe auch eine Barockbratsche. Es ist aber natürlich so, jetzt spiele ich heute ein Mischprogramm heute Abend und dann direkt danach spiele ich wieder mit Orchester und so weiter. Und ich bin davor unterwegs und danach unterwegs und bin ungefähr 250 Tage im Jahr auf Reisen. Das heißt, ich kann nicht immer zwei Instrumente mitnehmen. Und gerade für jetzt, wo ich über die Jahrhunderte springe in einem Programm, dann einige ich mich sozusagen auf wechselnde Bögen und das gleiche Instrument genauso. Ja. Ja. Na, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass es nicht barock ist. Also von daher, ich bin da weit entfernt, dass ich sage, es muss so und so ein Instrument sein, damit Barockmusik überhaupt ertönt. Es ist mir nur gerade aufgefallen, aber ja, heute Abend... Also man, Entschuldigung, nur ganz kurz, ja. Man kann natürlich auch auf eine Barockbratsche stilistisch völlig daneben spielen. Natürlich. Also das hat erstmal, das hilft sozusagen, wenn man die richtige Idee hat, aber ja. Ja, da bin ich völlig bei dir. Jetzt sind wir heute Abend ja mit einem relativ traditionellen barocken Ensemble da. Wir haben Bratsche, wir haben Cello, Theorbe und Cembalo, also das schreit ja barock. Aber ihr wandert durch die Jahrhunderte. Ist da irgendeine Veränderung beim Instrument? Habt ihr, also das ist immer jetzt so ein bisschen die alte Musikfrage, bleibt ihr beim gleichen Stimmton? Habt ihr alles in einem Stimmton gemacht und änderst du Bögen? Oder ist das auch das, was zeitgenössisch ist, so sehr im barocken Stil, dass man die Konfiguration des barocken Instrumentariums auch nutzt? Nee, da muss ich so ein bisschen hin und her springen. Ich mische heute die barocken Stücke mit Werken von Konstantiagosi, einer wunderbaren griechischen Komponistin, die für mich mehrere Werke für Bratsche Solo geschrieben hat. Und einige sind sehr durchlässig, weil sie auch sehr oft vom Tanz kommt und das passt dann gut zu den barocken Stücken. Da werde ich den Barockbogen behalten und dann gibt es aber auch welche, die einen sehr lange Linien erfordern. Und das ist einer der Hauptunterschiede eigentlich von Romantik und Barock überhaupt, aber auch vor allen Dingen von der Interpretation, dass die Barockmusik sozusagen, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Perlenkette und möchten damit einen Berg machen, ja? Dann legen Sie quasi die Perlenkette so hin. Das heißt, und jetzt stellen Sie sich vor, jeder Ton ist eine Perle und dann beginnt sozusagen jeder Ton extra ein bisschen und dann beginnt und entwickelt sich der Ton und indem ich das so strukturiere, dass das dann einen Berg ergibt, können Sie dann sagen, ah ja, das ist ein Berg, aber Sie empfinden sozusagen mehr Sprache vielleicht als lange Linie. Und oder mehr Affekt sozusagen. Und das ist beim Barockbogen so, also der beginnt sehr schnell anzusprechen und lässt dann sozusagen in der Lautstärke eher nach.
Das heißt, ich kann sehr schnell und fein die Töne formen. Und beim modernen Bogen, der ist auch hier noch ein bisschen höher und da ist hier mehr Blei drin. Da wird Blei in die Spitze reingemacht und dadurch hält der sozusagen den Klang mehr durch und es geht mehr um ein Legato. Also wenn ich jetzt irgendwie da, und ich verbinde jeden Ton mit dem nächsten quasi ohne ein Nachlassen im Klang, dann ist dafür der romantische Bogen mehr geeignet. Der lässt aber nicht so schön federnd los und darum ist es sozusagen schwieriger, wenn man barock mit einem modernen Bogen spielt, diese Leichtigkeit und diese Variabilität zu erzeugen. Also das sind sozusagen zwei Punkte und deswegen muss ich heute Abend ein bisschen hin und her springen, weil ich sonst die ganze Zeit den Barockbogen zu etwas zwinge, was er nicht so gerne macht. Aber das heißt, wenn Sie heute Abend zum Konzert kommen, sehen Sie an dem Bogen, ob jetzt an dem Instrumentenbogen, ob jetzt ein Bogen gespielt wird oder ob es jetzt fein und ja, das hört man schon auch. Natürlich, aber da kann man ja auch mal mitschauen. Das stimmt, aber das also, da, ja. Aber am Ende ist es ja auch eigentlich egal, ob die Musik barock ist oder nicht oder neu ist. Also heute Abend wird das Programm so sein, dass es auch darum geht, wir empfinden, dass wir haben die gleichen Gefühle und drücken sie mit verschiedenen Mitteln aus. Ja. Das ist sozusagen der Tenor des Ganzen. Bevor jetzt der zweite Musikblock kommt, wollte ich sagen, dass wir danach, Konstanzia, jetzt kennen wir uns seit 27 Jahren und jetzt habe ich heute von dir gelernt, wie der Nachname ausgesprochen wird. Also ich bleibe bei Konstanzia, ich freue mich, dass du auch da bist. Wir unterhalten uns gleich über das Programm von heute Abend. Und was hören wir jetzt von dir? Ja, jetzt spiele ich noch wieder zwei Sätze aus der ersten Bach-Suite. Ich spiele, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich angekommen war. Ich spiele die Courante und die Sarabande. Die Courante war traditionell, also es gibt etwas, diese Suite, das kommt aus Frankreich. Also Ludwig XIV. Hat sich ja gerne selber verherrlicht. Also Sie kennen dieses L'État, c'est moi, der Staat bin ich. Das war auch bei der Musik so, die Musik bin ich sozusagen. Also er hat in jungen Jahren sehr viel getanzt und ich glaube auch, weil das ein Entweichen aus der Etikette bedeutete, da konnte man sich für einen Moment vielleicht freier ausdrücken, als man das sonst durfte. Und die Courante war damals in Paris unglaublich beliebt, weil sie ein Springtanz war. Und da gab es also immer einen Rhythmus. Ja, Moment, ich mach's einmal vor. Ich versuche mal. Kennen Sie diese Geschichte? Also der Komponist, der vielleicht diesen französischen Stil am meisten erfunden und geprägt hat, war Jean-Baptiste Lully, der mit einem Stock diesen Rhythmus immer vorgab und sich in den Fuß stach und daran starb. Also wahrscheinlich ist das bei der Courante passiert. Genau, und danach spiele ich eine Sarabande, das ist der langsame Tanz aus dieser Abfolge von Tänzen, die sich etabliert hatte. Ist meistens bei Bach das Herzstück der Suite und kam aus Portugal, da hatten die so Schellenglocken um die Beine und haben den eher schreitend getanzt und dadurch entstand eben so ein bestimmter Grundrhythmus, tam, tada oder tam, ta, immer kurz, lang und das ist einer der schönsten Sätze von Bach aus den Suiten, die ich gleich spielen werde. Wunderbar, ich freue mich. Danke. Thank you.
Ja, ich freue mich, dass Konstanze Gursi, ist das richtig? Ja. Nicht Gursi? Also 27 Jahre völlig ausgedrückt, das tut mir sehr leid. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass ihr da seid, einfach weil diese CD, die ihr zusammen gemacht habt vor einigen Jahren, war im Grunde genommen für mich der Auslöser, das Repertoire in diesem Jahr doch deutlich auszudehnen. Händel, der Festspieler, den man macht, Händel, man macht die barocken Nachbarn und auf einmal hatten wir uns ja überlegt bei dem Programm, wie können wir es machen, wie ist der Einfluss von Händel oder von Barockmusik auf die griechische Kultur, und dann bin ich über eure CD gestolpert, über die Nine Lullabies for a New World, die Hommage an Johann Sebastian Bach, und dachte, ja, der Einfluss von Händel hört nicht im 18. Jahrhundert auf, was die griechische Kultur angeht. Jetzt darfst du mir das Ganze mal erklären. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und es ist sehr schön, dass wir uns nach so vielen Jahren auch wieder gesehen haben. Ich glaube, dass die Kulturen fließen während der Jahrhunderten. Und es geht um die Quelle. Und die Quelle ist eine, und zwar die göttliche. Wir mit unserem Hirn, hast du auch so schön geklärt, stempeln wir die Jahrhunderte, aber im Grunde genommen, wir fließen auch dadurch. Und die Freiheit zu erleben, die Tradition wahrzunehmen und die Tradition zu folgen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Mindestens meine Aufgabe, sehe ich so. Trotzdem, also ich möchte noch einen Haken. Trotzdem ist es ja so, dass du dich auf einen der großen deutschen Barockkomponisten bezogen hast und letztlich ja auch dann die Sprache des Barocks aufgenommen hast. Mhm. Und von daher ist der Bezug zur Epoche ja doch da, auch wenn die Quelle eine andere ist. Mhm. Ich glaube, die Quelle ist immer die gleiche, die hat keine Zeit. Okay. Und das, was hier in dem Fall gemacht haben mit Nils, also diese Hommage an Bach, dann haben wir auch noch weitergegangen, sind wir auch mit einem Hommage an Mozart-Stück auch gedacht und auch komponiert. Natürlich ist man beeinflusst, weil man lernt als junger Musiker, also in der Schule oder in der Musikschule, man lernt diese alle Epochen und man hat einen großen Respekt. Und jede Epoche ist in uns, auch wenn wir viele Jahrhunderte später leben. Die Frage ist, wie kann diese Epoche in mir nachwirken, was für einen Nachklang diese Epoche in mir hat, und durch die Kenntnisse und die Freiheit, die man selber erlaubt zu haben, wie kann man diese Epoche oder den Nachklang der Epoche mit den heutigen Kenntnissen zusammenbringen. Natürlich wächst man zusammen mit allen Bach-Suiten und mit allen Bach-Choralen und den Proctus und so weiter. Trotzdem, ich finde es für mich aufrichtig zu sagen, was wirkt das in mir? Das war auch eine sehr schwierige Aufgabe damals, weil diese Hommage an Bach ein Stück zu schreiben, dann denkst du, da habe ich schon alles geschrieben, was soll ich jetzt schreiben? Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte dann mal Zweifel am Ende ein Reispapier genommen, also dieses transparente Papier, und ich habe das Reispapier auf allen Bach-Partituren, die ich bei mir zu Hause hatte. Und ich dachte mir, okay, wie wirkt es für mich auch so grafisch oder architektonisch, diese Partitur? Ich bin so sehr abhängig von diesen allen Bach-Kompositionen, Fugen, Prelüden, die ich auch selber gespielt habe. Wie befreie ich mich? So, dass ich nicht ein Thema nehme und jetzt über das Thema noch dazu was sage. Und das, was dann letztendlich gekommen ist, ich glaube, das ist der Nachklang von bestimmten Suiten, die bei mir nachgewirkt haben, und ich habe mir dann die Freiheit erlaubt, ohne ein bestimmtes Thema von Bach zu nennen, was zu schreiben. Jetzt rufe ich mal zu Nils, wie ist denn der Nachklang auch bei dir angekommen? Weil du musst das ja umsetzen und das, was Konstanz ja ausdrucken möchte, das übersetzt du ja auch nochmal, das übersetzt du auch nochmal auf die Bratsche. Erinnerst du dich noch dran, wie das damals war? Ja, ich spiele das ja auch heute Abend, also deswegen kenne ich das schon. Ich meine jetzt mehr das erste Gefühl und nicht jetzt das Stück, ja.
Also es gibt etwas in dieser Bach-Suite, in dem Prälude, ich kann es auch noch mal einmal ganz kurz vielleicht zeigen, und das benutzt Bach sehr oft, und das sind Noten oder Motive, die sich immer wiederholen und woraus so eine Art Trance vielleicht entstehen kann. Und diesen Aspekt davon, dass es etwas gibt, was sozusagen, wie Konstantin ja gerade so schön gesagt hat, ewig schwingt, ich glaube, das war vielleicht für dich ein Ein- und Austrittspunkt sozusagen. Und auch für mich sofort klar, da ist sozusagen diese Verbindung, die es gibt über die Jahrhunderte. Ich zeige das mal ganz kurz. Also Bach. Ja, also Sie hören im Bass immer wieder diese Note und sozusagen und quasi. Also die Idee sozusagen, ein Lullaby, also ein Wiegenlied, was sozusagen etwas, auch immer ein etwas Schwingendes hat, etwas, was uns beruhigt und was uns heilen kann. Und die Idee sozusagen, ein ewiges Schwingen der Zeit zu nehmen und darum auch, finde ich, for a new world sozusagen, uns bewusst zu sein, wo wir herkommen, wo gehen wir hin, und dass es etwas gibt, was uns alle verbindet. Darum liebe ich dieses Werk besonders. Jetzt hören wir heute Abend ja viel von dir, was aus eurer Zusammenarbeit entstanden ist. Und wir hören heute auch eine Uraufführung. Mhm. Sagst du dazu was? Ja. Bei uns? Wenn ich es sagen darf, also das, was gerade du gesagt hast, dass manchmal als Komponist weiß man nicht alles, was man macht. Also es gibt so eine Grenze. Das geht mir auch häufig so. Also, der Interpret ist eigentlich der zweite Komponist, der oft wahrnimmt. In dem Fall habe ich eine große Dankbarkeit als Empfindung und das Glück, mit Nils sehr lange zu arbeiten. Und das, wie gesagt, in dem Fall der Interpret, also Nils ist der zweite Komponist, weil er Sachen sieht in der Komposition, die ich vielleicht unbewusst gemacht habe. Also das, was vorhin gesagt habe mit dem Nachklang. Man ist nicht alles, man macht alles nicht mathematisch. Man lässt sich beeinflussen, man lässt sich inspirieren, man hat seine Kenntnisse, man nimmt wahr seine eigene Kultur, dann macht man schon etwas Neues. Zu deiner Frage mit der Uraufführung, es ist auch eine interessante Vorgeschichte. 2018 hatte ich die Aufgabe von dem ARD-Wettbewerb, das Pflichtstück zu schreiben für die Bratsche. Und damals haben wir auch mit Nils zusammengearbeitet, habe ich das und jenes gefragt, und es war schön, dass du jetzt mit dem Tanz gesagt hast, weil ich wollte Verschiedenes verbinden. Und ich hatte ich liebe Chagall. Und ich hatte ein Bild von Chagall gewählt und mich inspirieren lassen. Das Bild heißt Evening at the Window. Und Sie sehen ein Bild ohne Gravitation, was sehr oft bei Chagall der Fall ist. Also alle seine Werke existieren im Weltraum. Die sind sehr wahr, aber die haben keine Gravitation. Also nichts steht auf dem Boden. Und bei diesem Evening at the Window, der Spieler muss auch mit einem mit Glöckchen am Fuß auch spielen. Also er spielt die Bratsche und das mit Glöckchen am Fuß. Und das war das Stück für den Wettbewerb. Dann haben wir mit Nils eine zweite Fassung vor einem Jahr oder ein halbes Jahr, die wir auch auf unsere gemeinsame CD Whispers aufgenommen haben. Ist das die mit Dorothee? Nein, das ist nicht mit Dorothee, das ist eine eigene CD, heißt Whispers, die sind nur Stücke für Nils und für William Jung, für Klavier und Bratsche. Und da hatten wir eine zweite Fassung.
wo die Glöckchen und Geräusche spiele ich am Flügel. Also Nils braucht nicht mit dem Fuß und mit den Glöckchen was zu spielen. Und es gibt eine dritte Fassung, das ist die heutige Fassung, die ist gerade für dieses Ensemble, was Sie heute auch hören, für Bratsche, Theorbe, Cello und Cembalo eine neue Fassung für das Festival hier. Ja, vielen Dank. Ja. Du hast gesagt, dass Sie einen dann auch noch aufgelistet. Mit wem spielst du heute Abend? Magst du dir kurz vorstellen? Also, das sind Menschen, mit denen ich sehr lange zusammenspiele. Das ist Sabine Erdmann am Cembalo, Andreas Ahren spielt Theorbe und Matthias Bergmann spielt Barock-Cello. Und ich habe mit diesen Musikern, wir haben ganz viel schon zusammen gespielt. Und ich meine, Sie kennen das vielleicht, das heißt ja Continuo. Also Continuo-Gruppe ist das sozusagen. Und das Continuo ist eine Basslinie, die das Cello spielt, und dann gibt es darunter so Zahlen. Stellen Sie sich vor, Sie singen im Frühtau zu Berge und Sie spielen das auf der Gitarre, und dann steht da so A, also A-Dur, und dann muss man hier noch den Griff mit einem, aber mit Fis und so ungefähr, und das Ganze so ungefähr mal 100. Und das ist so das Continuo. Also das heißt, diese Basslinie wird mit bestimmten Harmonien versehen, und innerhalb dieser Harmonie können Theorbe und Cembalo frei improvisieren. Das heißt, das ist nie dieselbe Gestalt, sondern es ist immer ein bisschen anders. Und die beiden reagieren aufeinander, und dann reagiere ich darauf, und ich verziere meine Stimme nach dem, was ich höre, auch noch ein bisschen. Und das ist sozusagen ein sehr hoher Improvisationsgrad in dieser Musik. Das ist ähnlich wie später beim Jazz, und deswegen ist es ganz besonders wichtig, so tolle Leute wie heute Abend zu haben, die das eben ganz toll können und die auch sich gut kennen und dann aufeinander schön reagieren können. Und warum ich das auch immer, das macht mich sehr glücklich, immer diese Konzerte mit dieser Gruppe, weil diese Art von Zusammenspiel nur funktioniert, wenn man das Ego komplett draußen lässt. Also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, ich bin hier der Tollste in der Gruppe, oder irgendwie, wenn man sich immer in den Vordergrund spielt, es funktioniert nicht. Also das heißt, das kann nur funktionieren, wenn wir ganz durchlässig sind und aufeinander hören und reagieren. Und ja, und deswegen bin ich nach jedem dieser Konzerte immer, da habe ich so ganz viel inneres Lächeln. Ticket haben. Es gibt noch Tickets für die dann vier Tollsten in der Gruppe. bevor wir jetzt zum Abschluss kommen mit den nächsten beiden Sätzen, wollen wir natürlich auch noch die Gelegenheit geben, vielleicht ein, zwei Fragen aus dem Publikum, sofern sie denn da sind, auch zu beantworten. Gerne. Heute ist auch eine Einführung doch für dieses Konzert, habe ich gelesen, um 18 Uhr. Mhm. Wer macht das denn? Das weiß ich nicht. Also ich bin, glaube ich, dabei. Das macht ihr wahrscheinlich. Ach ja, also wir machen das. Ja, ja. Ja. Also die Einführung wird sein, ich merke gerade, wir klären noch, wer das dann macht. Ich bin ganz fasziniert von Ihrem Vortrag, von Ihrer Erläuterung, und würde das auch noch gerne etwas zu Darmseiten und den Metallseiten, dass Sie das vielleicht noch ein bisschen erläutern, wann, wo, wie. Und ich kann mir nicht vorstellen, die Darmseiten reißen sicherlich eher. Und also ich habe das einmal erlebt in einem Konzert, dass das, also der große Knall kam und dann wurde es schwierig. Oh, ist mir bei denen auch schon passiert. Ja, ist nicht so toll. Die Darmsaiten, wenn die nicht diese Aluminiumumspinnung haben, die schwingen etwas langsamer an. Ich versuche mal, eben das zu zeigen. Vielleicht können Sie mal darauf achten, wie die Saite sich bewegt. Also. Also die Darmsaiten
beginnen sozusagen langsamer anzuschwingen und erreichen diese volle Schwingung nicht so schnell. Also das bedeutet für mich, dass der Ton nicht so schnell anspricht. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will K, dann muss ich so K, also ich brauche etwas mehr Zugriff dafür, Angriff sozusagen, damit die Saite sofort anschwingt. Und gleichzeitig, und ich weiß auch nicht warum, weil das mit Physik zu tun hat und ich mich damit nicht auskenne, haben die eine andere Art von Klang. Der ist etwas silbriger und hat ein bisschen mehr Obertöne. Und die Saiten mit der Umspinnung und später mit dem Kunststoff wurden entwickelt, einmal weil die Stimmung ein bisschen länger hält und weil die Säle immer größer wurden. Also das heißt, wenn ich jetzt für 2000 Leute spiele, dann wird es mit den Damensaiten ein bisschen grenzwertig. Also da muss die Akustik so exzellent sein, dass der Klang wirklich bis nach hinten trägt. Und dann gibt es natürlich auch viele Sachen in den neueren Werken, wo man sehr extrem zupacken muss und das für irgendwie eine halbe Stunde. Und dann halten diese Saiten das einfach nicht aus. Also die Damensaiten sind feiner und etwas leiser, aber haben eine ganz besonders schöne Farbe. Das ist so der Hauptunterschied. Vielleicht eine ganz ignorante Frage. Nö, gibt's nicht. Bach und Hellas. Gibt es da, also ich habe dazu keinen direkten Zugang. Bach und was? Bach und Hellas, also Bach und Griechenland. Gibt es da Verbindungen, die ich nicht kenne, die es also so durch die Jahrhunderte gegeben hat? Hat Bach das ja auch wie Griechenland auch mit dem Fokus schon gehabt? Also ist auch Winkelmann und ist ja später gekommen, nach Bach. Also die ganze Klassik ist ja doch in Deutschland und auch Russland doch später aufgetreten, als Bach doch eigentlich da war. Haben die da irgendwelche Connections da? Ich glaube, mein Kenntnisstand ist ähnlich wie Ihrer. Ich gehe mal schnell weiter. Also, ich kenne keine. Nur das Einzige, was ich sagen kann, dass wir alle, also seit 5000 Jahren, 2500 Jahren, es ist sehr viel eigentlich aus Griechenland und von Griechenland beeinflusst. Und ich bin mir auch sicher, dass auch alle Denker und alle Musiker und alle Künstler sind mehr oder weniger beeinflusst. Ja, das und das hat natürlich auch damit zu tun, also griechische Tragödie und die Sagenwelt, das ist natürlich was wir dann in der Oper viel sehen. Und ist aber eine interessante Frage, weil Bach hat ja keine Oper geschrieben. Und deswegen ist der Bezug sozusagen zu Händel vielleicht viel offensichtlicher als tatsächlich zu Bach. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Reden und freue mich auf das nächste Spiel. Ah, eine Sache noch. Wer möchte mit mir ein Menuett tanzen? Ja, okay. Machen wir. Wir machen genau die gleichen Schritte. Ich stelle mich einmal davor und dann üben wir das einmal. Also wir stehen auf dem linken Bein. Das rechte ist so, ja. Und jetzt stehen wir so nach vorne. Und in die Mitte, Mitte und jetzt auf die andere Seite. So, runter. Und jetzt gehen wir hoch, hoch, runter. Hoch, hoch, runter. Genau. Also, wir gehen nochmal. Und jetzt relativ runter und in der Mitte ganz klein. Zang, runter. Sehr schön. Ein bisschen schneller. Sehr schön.